Christus ist die Sühnung für die ganze Welt. Heißt das etwa, dass alle Menschen automatisch gerettet sind vor der ewigen Verlorenheit? Ist das ein Hinweis auf die sogenannte Allversöhnung? Definitiv nicht. Sühnung bedeutet den Zorn stillen. Hier geht es um den Zorn Gottes stillen, denn auf jedem Mensch ruht der Zorn Gottes, denn jeder Mensch ist sündig und schuldig vor Gott. Aber mit dem Opfertod Christi hat nun Christus die Möglichkeit geschaffen, dass jeder Mensch den Zorn Gottes von sich abwenden kann. Denn Christus hat am Kreuz die Strafe für die Sünde getragen und nun gibt es für jeden Mensch die Möglichkeit, den Zorn Gottes von sich abzuwenden. Das heißt, jeder Mensch ist mit Gott versöhnbar geworden, aber noch nicht automatisch versöhnt. Denn der Mensch muss glauben an Christus. Der Mensch muss sich zu Christus bekehren und ihn annehmen im Glauben. Erst dann ist er gerettet, bekommt er Vergebung und der Zorn Gottes ist von ihm abgewendet. Ansonsten bleibt der Zorn Gottes auf ihm. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Das heißt, der Mensch muss den Opfertod Christi persönlich für sich in Anspruch nehmen und kann dann sagen, Christus ist an meiner Stelle stellvertretend für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben und hat für mich die Strafe, das Gericht getragen. Das ist das Prinzip der Stellvertretung und erst dann ist er ein geretteter, das heißt mit Gott versöhnter Mensch. Er tritt heraus aus dem Verhältnis der Feindschaft zu Gott und tritt hinein in das Verhältnis der Versöhnung. Er wird von einem Feind Gottes zu einem Kind Gottes. Das ist das Prinzip der Sühnung. Das heißt also die Ermöglichung der Beschwichtigung in Bezug auf den Zorn Gottes. Stellvertretung heißt die persönliche Inanspruchnahme des Opfertodes Christi im Glauben an Christus, das Opfertod Christi annehmen. Und drittens Versöhnung, das heißt die Umwandlung des Verhältnisses der Feindschaft in ein Verhältnis der Freundschaft und Gottes Kindschaft.